Aktuell werden die Pflegeheime zuerst geimpft, das heißt die Bewohner aus Pflegeeinrichtungen, die besonders gefährdet sind für eine Erkrankung, für einen schweren Verlauf der Erkrankung, werden zuerst geimpft. Auch das Pflegepersonal, was natürlich die Erkrankung übertragen kann, wird aktuell geimpft. Mit den Pflegeeinrichtungen sind wir weitgehend durch mit der ersten Impfung. Die zweite Impfung läuft gerade. In Augsburg haben wir relativ viele Pflegeheime, deswegen zieht sich das bei uns etwas länger hin mit den Pflegeheimen als in anderen Kreisen, wo es einfach weniger Pflegeheime gibt. Die Bevölkerung wird seit dem 25.01. geimpft. Das hat ein wenig Verzögerung gebracht, weil die Software nicht stand. Zum einen, zum anderen haben wir einfach nicht genügend Impfstoff gehabt. Und es werden aktuell dann die über 80-Jährigen geimpft. Da werden wir auch noch die nächste Zeit mit zu tun haben hier im Impfzentrum. Wir befinden uns auf dem ehemaligen Werksgelände von Fujitsu Siemens, Bürgermeister Ulrichstraße 100. Super verkehrsgünstig gelegen, direkt an der B17. Parkplätze sind ausreichend vorhanden und die Trambahnlinie 3 hält ebenfalls direkt vor der Tür, Haltestelle Fujitsu. Der Bürger kommt am Parkplatz an, da stehen bereits Security-Mitarbeiter und auch Rollstuhlschieber ab 1.2. Die Security prüft schon am Parkplatz das erste Mal, ob ein Termin ordnungsgemäß vereinbart wurde. Dann geht es direkt ins Impfzentrum, dort in die Anmeldung, da werden alle persönlichen Daten erfasst, wird nochmal geprüft, sind alle Bögen ordnungsgemäß ausgefüllt. Von da geht es direkt in den Wartebereich, sie werden aufgerufen wie am Amt. Von dort in die Arztzimmer. Der Impfprozess selber dauert maximal 5 Minuten. Nach der Impfung geht es nochmal in einen Nachbeobachtungsbereich. Und dort liegt es im Ermessen des Bürgers, wie lange er sich dort aufhalten will. Wir empfehlen zwischen 5 und maximal 30 Minuten. Wenn er sich fit fühlt nach ein paar Minuten, dann kann er jederzeit das Haus verlassen. Der ganze Prozess sollte zwischen 20 und 30 Minuten dauern. Persönlich ist mir ganz wichtig zu sagen, dass wir hier im Impfzentrum wirklich zusammen mit der Stadt Augsburg alles tun, um die Infrastruktur zu schaffen, das Personal einzustellen, die Mitarbeiter auch zu schulen, auf die sich täglich wechselnden Anforderungen, neue Prozesse einzuführen, damit wir an dem Tag in der Lage sind, hier wirklich Massen zu impfen, wenn wir den Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung haben. Wir möchten doch alle unser Leben zurück, möchten verhindern, dass noch mehr Menschen ihr Leben verlieren. Gerade in Anbetracht der neuen Virusmutation ist es wichtig, dass wir impfen und nach Möglichkeit so schnell es geht.